M2 Emote Karado Adu Workshop. Und damit herzlich willkommen zum ersten Let's Play Projekt hier auf dem Cool Japan Germany Channel. Es ist ja nicht generell mein erstes Let's Play, da ich auf dem Hauptkanal, dem Florians Japan Channel, schon mal Go Go Nippon My First Trip to Japan gespielt habe. Aber ich hoffe, das wird jetzt hier auf diesem Channel das erste von hoffentlich vielen Visual Novel Let's Plays, die noch folgen mögen. Es geht meistens, wenn man hier zu lange im Hauptmenü ist, ein Video los. Deswegen gehe ich mal ganz kurz in die Options und wieder zurück. Und ich möchte mich insbesondere bedanken bei M2 Corporation und auch bei Dogenzaka Lab, dem Publisher hier unten, also Entwickler und Publisher, weil sie mir die Erlaubnis gegeben haben, das Ganze hier auf YouTube zu Let's Playen. Ich hatte vor anderthalb Wochen eine Mail hingeschickt und heute kam endlich die Zusage, dass ich es machen darf. Und ja, ich gehe auch nochmal kurz in die Options, weil ich muss nochmal schauen, wie das Ganze hier aussieht. Ich werde das dann im Laufe des Let's Plays noch ein bisschen austarieren, von den Lautstärken her, wegen meiner Stimme und dem Abmischen mit den eigentlichen Spielsounds. Das heißt, das mag jetzt am Anfang vielleicht noch ein bisschen amateurhaft wirken. Ich muss mich auch erst wieder dran gewöhnen. Go Go Nippon ist ja auch schon ein bisschen her. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich den Mauszeiger hier drin lassen werde oder irgendwann ausblende. Ich werde jetzt erstmal so 3 Folgen vielleicht aufnehmen, also so 45 Minuten bis eine Stunde. Jetzt, wobei die erste Folge ein bisschen länger, denke ich mal, wird. Und dann im Weiteren werden wir einfach mal schauen, auch wie das Ganze ankommt und was ihr eventuell so meint. Also schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr euch von dem Spiel oder von den Einstellungen hier vielleicht erhofft, je nachdem, wie der Sound ist. Wir sehen auch hier drüben auf der rechten Seite schon, tja, welche Charaktere hier vorkommen werden. Für diejenigen, die es nicht wissen, bei japanischen Visual Novels, das ist, wenn man es beschreiben würde, Adventures, wo es meistens darum geht, ja, ein Damenherz zu erobern, also Ren-Eye-Games, wo es darum also geht, irgendwie, ja, den Charakter, den man am liebsten gewinnt im Laufe des Spiels, versuchen dann am Ende mit ihm auszugehen und dergleichen. Ich habe mich nicht spoilern lassen zu Karin, Aoi und Sakura. Das sind unsere 3, die wir hier haben, wie die Charaktere von denen sind. Ich weiß darüber nichts. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist wirklich, worum das Spiel Tokyo School Life sich dreht. Und zwar, wir sind wohl ein Austauschstudent, wie ich ja selbst einer war, der für 2 Monate nach Japan kommt, ja, dort seine Zeit verbringt und sich vielleicht kurz vor Ende seines Aufenthalts dann doch in einen dieser 3 Damen, die wir auch hier sehen, verliebt. Und ja, schauen wir mal kurz, was hier bei den Extras ist. Ah, da haben wir eine Galerie. Das sind dann wahrscheinlich Bilder, die wir im Laufe des Spiels freischalten können. Irgendwelche Szenen. Musik, Jukebox. Ah, wahrscheinlich ist das, was die ganze Zeit jetzt im Vordergrund gespielt hat. Ja, genau das. Da können wir also auch wahrscheinlich auch mehr freischalten. Je nachdem, wenn die BGMs wohl im Hintergrund dann spielen während des Games. Und ja, also ich habe noch keine Ahnung, wie das eigentliche Spiel an sich vom Gameplay her aussehen wird. Normalerweise ist es so, es heißt ja Visual Novel. Es ist also wie ein Roman, der in Bildern erzählt wird und ab und zu trifft man mal eine Entscheidung, ob man dies macht, jenes macht, ob man das sagt oder dieses sagt. Und danach ändert sich dann die Geschichte und man landet auf einer der Routen, zum Beispiel von ihr hier oder von ihr hier oder von ihr hier. Ich schaue mir nochmal kurz an, wie sie heißen, dass ich die Namen schon mal drauf habe. Also die mit den langen Haaren ist Sakura, die mit den kurzen ist Aoi und die mit dem Ponytail, mit dem Doppelponytail war, das habe ich schon wieder vergessen. Ah, ich und Namen merken, daran müsst ihr euch auch gewöhnen. Das war Karin, genau. Und damit will ich jetzt aber wirklich nicht lange weiter rumfackeln. Ich drücke jetzt einfach mal auf Start und ich glaube, dann beginnt auch genau das Video, was normalerweise, wenn man zu lange sich hier aufhält, in dem Eingangsmenü, das geht dann auch los. Und da es ein kleiner Song ist, halte ich dann mal die Klappe. Achso, eins wollte ich noch gucken, sorry, nochmal Options. Genau, Main Window Language ist Englisch und Sub Window Language ist Japanese. Man kann sie also auch umstellen, dass man zum Beispiel sich Romaji, also nicht in Kana und Hiragana anzeigen lässt. Oh, es geht auch nur Hiragana. Ich weiß nicht, ob die Furigana dabei sind bei den Kanji, wenn es auf Japanese ist. Wir werden es uns erstmal angucken und notfalls können wir es immer noch ändern. So, und jetzt aber wirklich Tokyo School Life. Es geht los. Aha, die Namen sind also erst der Nachname, dann der Vorname geschrieben. Und es ging doch nicht das Video los. Vielleicht zeige ich das nochmal irgendwann extra. Das Video ist nur so laut, was dann immer gespielt hätte, deswegen ja, wäre das dann ein bisschen, wie sagt man, nervig gewesen, da drüber zu quatschen. Wie nenne ich mich denn mal? Mein gesamter Name ist ja eigentlich von meinem Hauptchannel auch bekannt, insofern
So ist jetzt kein Grund, hier mich zurückzuhalten, und ich werde mich immer wirklich komplett Florian Werner nennen. Ja, und damit spielen wir dann auch. Wir hören ein Flugzeug. Es geht schon mal ähnlich los wie Gogo Nippon, My First Trip to Japan. Hier oben haben wir wohl die Ortsanzeige, Narita Kuko. Now. Das heißt, wir sind also gerade angekommen beim Narita Flughafen. Grüße vom Narita Flughafen. Ich habe es bei Gogo Nippon zwar so gemacht, dass ich das Englische immer Englisch vorgelesen habe, aber ich dachte mir, auf diesem Channel wollte ich jetzt doch so machen, ähnlich wie in es Fahrt auf ihrem Channel, dass ich das Englische so gut wie ich es irgendwie kann ins Deutsche übersetze. Und wenn es irgendwie notwendig ist, habe ich hier neben mir meinen anderen Laptop und Smartphone und kann online notfalls nachschauen. Und dann werde ich immer kurz die Wartezeiten dazwischen durch rausschneiden, wenn es ein bisschen länger dauern sollte. So, dann haben wir hier ja relativ typisch, wie es aussieht für Visual Novels. Hier unten wird dann der Text erscheinen, was die Gedanken von unserem Hauptcharakter sind und was die Charaktere sagen werden. Wir können auch dann die Texte ja automatisch weiterlaufen lassen, ein bisschen schneller skippen. Hier ist dann das Log, wo dann erscheinen wird, wo man nochmal nachlesen kann, falls man irgendwie was nicht verstanden hat oder aus Versehen zu weit geklickt hat. Hier können wir scheinbar speichern. Machen wir mal direkt. Welcome to Japan, so heißt das erste Kapitel. Man sieht, ich nehme das hier relativ spät am Dienstagabend, den 14. April 2015, auf. Genau, hier kommen wir wieder in die Options. Oh, Quick Save gibt es auch, wie es aussieht. Na gut, also. Grüße vom Narita Airport. Ah, okay. Dann ist hier unten also der Main Language, die hier steht, auf Englisch. Und hier oben haben wir dann entsprechend das japanische Geschreibsel, also Boku no Namae wa Florian Werner. Ima boku wa Nihon no Daichi o Jibun no Ashi de Fundeiru. Naganen. Oh, Naganen akugarete ita kono kuni ni toto yatte kitanda. Mein Name ist Florian Werner. Ich platziere zum ersten Mal meine Füße hier auf japanischem Boden. Endlich bin ich in dem Land, das ich für so viele Jahre bewundert habe. Ja, ich werde es nicht immer im Japanischen hier vorlesen. Also, wer von euch eben auch Japanisch lernt, der kann gerne mal hier unten die englische Übersetzung mit dem Japanischen hier oben vergleichen. Das Flugzeug ist unmittelbar vor Sonnenaufgang angekommen. Sobald ich ausgestiegen war, bemerkte ich sofort eine Veränderung in der Luft. Selbst dieser frühe Morgen war warm und sehr mit hoher Luftfeuchtigkeit. Warm und feucht. Das ist also der japanische Sommer. Nihon no natsu da. Natsu, also der Sommer. Zunächst einmal werde ich einfach mal ein Foto auf meinem Handy machen. Hier, da. So geht das. Und hochgeladen. Ah, ich kann mir schon vorstellen, die frustrierten Ausdrücke auf den Gesichtern all jener. Ah, genau, all jener Kerle während der Oberschule oder des Gymnasiums, die gesagt haben, dass ich es niemals schaffen würde. Ich werde das hier posten, sobald sie wach sind. Wahrscheinlich wegen dem Zeitunterschied. Was ist zum Teufel ist Woozy? Mal sehen, ob ich es vom Japanischen aus weiß. Jisa no se de. Ah, wahrscheinlich Zeit und Sa ist Unterschied. Also, Atama ga kula kula steru. Ich fühle mich ein wenig benommen von dem Jetlag, aber ich kann kaum erwarten zu sehen, was als nächstes passiert. Ich bin vollkommen fertig, aber I'm just too wired to sleep right now. Wahrscheinlich zu aufgedreht. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu aufgedreht, um momentan zu schlafen. Okay, keine Zeit zu verlieren. Ich gehe mit meinem Koffer, der meine ganzen Sachen enthält, Richtung der Bushaltestelle. Mein Ziel ist Okawa City in West-Tokyo. Dort werde ich an einer Privatschule, der Keyakidai High School, ja, an die Keyakidai High School gehen. Stehen hier oben auch die Kanji davon? Shiritsukoko Keiaki, ach, einfach in Hiragana geschrieben. Daigakuen da. Ah, okay. Meine Schule zu Hause, also in meiner Heimat, hat eine lange Geschichte als Schwesterschule von der Keiaki
Die High School. Jedes Jahr wählen sie ein paar Bewerber aus mit den besten Noten, die dann 2 Monate als Austauschstudent in Japan verbringen. Dieses Jahr bin also ich an der Reihe, dieses historische Privileg in Anspruch nehmen zu dürfen. Ich bin so verrückt, was Japan angeht, dass ich schon selbst angefangen habe, Japanisch zu studieren. Also als ich über dieses von Gott geschenkte System gehört habe oder diesen Austausch, war ich überglücklich. Und danach habe ich einfach so hart studiert, dass ich dachte, mein Gehirn fällt mir raus. Ja, wie kann man das auf Deutsch sagen? Ihr wisst, denke ich, was er sagen will. All meine harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Nun bin ich in dem Land, das ich immer angehimmelt habe. Japan. Okawa Bound Bus. Here it is. Hier ist der Bus nach Okawa. Das ist ein direkter Bus, also ohne Umsteigen, von Narita nach Okawa Station. Ich hatte Angst, dass der Flug sich vielleicht verspäten würde, dass ich den Bus verpasse und dass ich irgendwie nach einer komplizierten Zugroute Ausschau halten müsste, aber es scheint so, als hätte ich es rechtzeitig geschafft. Und da wechselt dann das Hintergrundbild. Ha, ich bin so aufgeregt. Ja, als der Expressbus schließlich loslegt, da lasse ich mich in den komfortablen Sessel fallen und relaxe. Und schon bald waren sowohl mein Kopf als auch mein Körper völlig in sich geruht, ruhte ich in mir. Japan ist so cool. So viele einzigartige und exotische Kulturen, wahrscheinlich meint auch kulturelle Erzeugnisse. Exciting-na Bunker. Ja, man sagt wirklich, Kulturen haben ihre Wurzeln hier. Zum Beispiel die Mode von Harajuku oder Akihabaras Otaku-Culture oder Shinjukus Yakuza-Culture. Ich kann es kaum erwarten, die alle zu sehen. Auch die Shinjuku Yakuza-Culture. Aber es gibt eins, dem ich noch viel mehr entgegensehne als all das. Okay, scheint so, als wäre dieser Hauptcharakter mir durchaus nicht unähnlich. I hope I can get to know some cute girls. Ich hoffe, ich kann einige süße Mädels kennenlernen. Ja, das ist ja genau das Ziel dieses Spieles auch. Da es auf Steam ist, übrigens für 15€ zu kaufen, also wenn ihr schaut auf Steam entsprechend, Tokyo School Life, da wird das Ganze dann für 15€ auch, kann man sich das holen. Und da es eben auf Steam ist, hoffe ich, dass keine Szenen hier drin sind, die ich zensieren muss, da Steam im Regelfall keine Sachen mit Nacktheit und dergleichen rausbringt. Falls es doch vorkommt, dass irgendwie zu offensichtlich da was in die Kamera gehalten wird, werde ich es wahrscheinlich doch ein bisschen zensieren müssen, aber ich hoffe mal, dass mir die Arbeit erspart wird. Schauen wir mal. Mein Japanischlehrer sagte, dass Ausländer oder wie die Japaner sagen, Gaijin, totale Frauenmagneten in Japan sind und dass er eine ganze Menge von Damen gedatet hat, während er hier war. Ist es ja nicht so, dass ich total total begierig wäre, mit mehr als nur einem Mädchen auszugehen, aber ich hoffe, dass ich mich anfreunden kann mit dedikaten, netten und und liebenswerten Yamato Nadeshiko, also mit japanischen Damen, wenn man einfach so möchte, der idealen japanischen Frau oder dem idealen japanischen Mädchen. Wenn möglich, dann wäre es schön, wenn wir so nah aneinander kämen oder uns so eng anfreunden würden, dass wir anschließend Brieffreunde wären, sobald ich dann wieder das Land verlasse, und eventuell könnten wir sogar mehr als nur das werden. Um das hinzubekommen, kann ich auf jeden Fall meinen ersten Tag an der Schule nicht versauen. Ich muss einen guten ersten Eindruck hinterlassen, so dass jeder weiß, dass ich freundlich und dass es sehr leicht ist, mit mir umzugehen. Also werde ich mein Bestes tun. Schlaf.
Ich wette, dass wir auf dem Weg irgendwie durch die Stadt schon der ersten Dame begegnen. Sonna! Bakana! No way! Das darf doch nicht wahr sein! Ich bin bei der Okawa Station. Ich schaue die ganze Zeit hektisch vor und zurück von der Zeit auf meinem Handy zu der Zeit bei der Station. Auf jeden Fall, ich liege nicht falsch. Sie stimmen überein. Ich hatte eigentlich geplant, bei der Schule 30 Minuten anzukommen, also 30 Minuten bevor der Unterricht beginnt anzukommen, um meinen Lehrer zu treffen. Deswegen habe ich ja alles ein bisschen so geplant, dass ich noch ein bisschen Zeit davor hätte, dazwischen hätte. Oh nein, wenn das so weitergeht, dann werde ich zu spät kommen. Der Busfahrer hat erzählt, dass es einen Autounfall oder irgend sowas gab auf dem Freeway. Er hätte mich wecken sollen. Ich schätze, selbst wenn er es getan hätte, dann würde es keinen Unterschied machen. Okay. I really gotta book it now. Yosh, hashiro. Okay, ein bisschen auf umgangssprachlich, auch im Englischen. Okay, ich sollte wohl lieber rennen. Es gibt wahrscheinlich einen Bus, der bis zur Schule fährt. Und obwohl ich nicht so schlecht bin, Japanisch zu sprechen, ja, lesen und schreiben sind nicht unbedingt meine Stärken. Ja, ich sollte also lieber in die Kraft meiner eigenen zwei Füße vertrauen, als irgendwie noch versuchen herauszufinden, wie das ganze öffentliche Verkehrswesen in einem Land funktioniert, an das ich mich noch nicht gewohnt habe. Also packte ich meinen dicken, fetten Koffer erstmal in einen dieser Rental-Locker. Also es gibt dann immer an Bahnstationen solche Locker, wo man wirklich Sachen einschließen kann, wenn man es erstmal eilig hat oder noch eine Tour unternehmen will, ohne dass man ständig seine Koffer mit sich rumträgt. Hat also eingeschlossen bei der Okawa Station, hat nur das Nötigste in seinen Rucksack reingepackt oder in seinen Messenger-Bag. Was ist denn Messenger-Bag? Wahrscheinlich irgendwie einfach so eine Tasche, die man leicht bei sich tragen kann, und sie über meine Schulter geschwungen. Okay, alles ist bereit. Nun, dann... Ah, das ist natürlich praktisch, wenn man ein Smartphone mit GPS hat. Dann gebe ich mal die Koordinaten der Highschool bei Google Map oder wo auch immer ein. Und mit hier und da ein bisschen klicken, zack, schon sehe ich die Route, wie ich von hier zur Schule komme. Ich mache das schon immer die ganze Zeit zu Hause, aber irgendwie ist es noch viel eindrucksvoller, dieses Feature in einem ganz anderen fremden Land zu benutzen. Okay, ich denke, es wird wohl ein 20-Minuten-Weg werden. Aber ich muss in 10 Minuten ankommen. Okay, Zeit zu zeigen, dass ich ein Mann bin. Scheiße, ist das hart. Ich fühle mich schon ein bisschen benommen. Das ist wie ein Workout und ich fühle mich so, als müsste ich gleich kotzen. Ich habe doch überhaupt nicht geschlafen. And it's sweltering out here. Sugoku Mushiatsui. Mushiatsui ist wie schwülwarm oder schwülheiß. Und es ist total schwülwarm hier. Ich habe gehört, dass die Sommer in Japan sehr schwül sind, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Oh, ich kann nicht aufhören zu schwitzen. Das fühlt sich echt eklig an. Nein. In Zeiten wie diesen, da muss man über irgendwas Schönes nachdenken, irgendwas Spaßiges. Das ist wie so eine stereotype Szene in japanischen Manga und Anime. Ein Girl, das mit einem Toast in ihrem Mund umherrennt und sagt, Chikoku da! Also, ich bin spät dran! Und dann crasht sie in irgendeinen Jungen, der auch umherrennt und BAM! Schon erblüht die Liebe. Was soll das überhaupt? Warum benutzt die japanische Fiktion, Manga und Anime immer dieselben Story-Elemente? Ist es irgendwie so eine Art Kunsttradition? Gut, das wird wohl die erste Begegnung mit einem Mädel sein. Ich weiß nicht, da müsst ihr mal sagen, während sie mit der Stimme spricht, ist ja im Prinzip für euch wirklich genug Zeit, hier unten das nachzulesen, was sie sagt.
Soll ich das trotzdem ins Deutsche dann nochmal zusammenfassen und irgendwie übersetzen? Oder dann immer, wenn wer anders spricht, außer die Gedanken vom Hauptcharakter und das, was er sagt, dass ich den Rest dann einfach überspringen soll und wirklich nur den Hauptcharakter übersetzen soll? Das müsst ihr mal sagen. Es wird natürlich mehr Zeit dauern, wenn ich es für die Mädels mache. Ich mache es jetzt erstmal am Anfang für die ersten 3 Folgen so. Und wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare. Oh, verdammt! Ich werde zu spät sein und meine Anwesenheit ist schon total daneben. Ah, das war nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, um sich zu entscheiden, zu McDonald's zu gehen. Ja, es sind immer genau solche Ecken wie diese hier. Und sie rennen, wie ich es tue? Oh, richtig animiert. Cool. Tja! Was zum... Ich bin in jemanden reingerannt? Mann, was tust du denn? Was ist das denn jetzt hier? Etwas Warmes und Weiches. Ich glaube, das brauche ich nicht übersetzen. Was zum... Was denkst du, wo du hinfährst, du Perversling? Ich realisiere die Situation, in der ich bin, während ich versuche aufzustehen. Ich liege auf... ich liege über einem Mädchen, das ich nicht kenne. Wie als wenn ich sie umarmen würde. Ich denke, dass ich mich auf diese Art und Weise hier bewegt habe. Sono Mama Mi Okoshita Monodakara. Was? Okay, ganz ruhig bleiben und diese Situation ganz in Ruhe analysieren. Also gut, ganz im Moment, ich bin auf einer Straße in Okawa, in Tokio. Ich bin gegen ein Mädchen gerannt und ich umarme sie. Das ist doch nicht so gut, oder? Kein unwichtiges Wort, Chikan. Das wird also für Molester, wie kann man sagen, für Grabscher oder so, wenn man möchte. Oftmals auch in Verbindung mit in Zügen und dergleichen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn dann ja Grabscher Mädels anfassen, das nennt man dann also Chikan. Ja, also stirb, du Grabscher! das Knie des Mädchens, rammte also das Knie direkt in meine Magengegend. Oder soll ich sagen, mein Solarplexus? Oh, ich kann nicht atmen.